Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Herzensmensch-Orakel. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Schön, dass du auch da bist. Wir schauen mal rein, was ich dir mitgeben darf aus den Lenormand-Karten zu den Gedanken und Gefühlen deines Gegenübers. Und das ist natürlich wie immer ein allgemeines Orakel. Das heißt, es kann mit dir in deiner Situation zusammenhängen, muss es aber auch nicht immer oder nicht zu 100%. Nimm dir immer nur das mit, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. So, wir gucken mal rein. Ciro Marchettis Lenormand-Karten. Was kriegen wir heute als Botschaft aus dem Orakel? Die zwei, da haben wir zum einen dich als Gegenüber, da bist du immer in der Energie der Frauen, auch wenn du als Mann zuschaust. Das Gegenüber ist die Dame und du bist in diesem Fall, wie gesagt, die Dame. So, wir schauen hier rein. Im Kopf hat er eine feste Verbindung hier mit den beiden Assen, vor allen Dingen eine sehr feste und freudige Erwartung, dass die Beziehung mit euch beiden schicksalhaft sich ausspielen wird oder dass es sich positiv entwickeln wird, ja, dass die Würfel hier zu seinen Gunsten fallen. Wir legen auch gleich mal die Herzebene dazu, dann haben wir das gleich durch. So, dann haben wir hier, oh, die Schlange. Die Sense, das ist gut danach, sehr schön. Und zwei Karten am Ende, die Zeit und die Mäuse. Sehr gut. Also, wenn wir hier so reinschauen, dann sehen wir, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, der gerade dabei ist, emotional etwas in seinem Leben zu verändern. Der weiß, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern, wenn er möchte, dass die Beziehung zwischen euch beiden positiv weitergeht. Unten drunter haben wir auch noch den Hund als Loyalität. So, einige Karten haben wir gestern schon gesehen, sowie den Hund und die Sense. Heute geht es darum, dass das Gegenüber, auf das wir schauen, wahrscheinlich bevor er dich kennengelernt hat oder auch während er dich kennengelernt hat, emotional in keinem guten Zustand war. Irgendetwas aus seiner Vergangenheit oder aus seiner Herkunftsfamilie scheint ihn hier massiv zu stören mit der Schlange. Und das Ganze wird hier zugunsten einer festen Beziehung, zugunsten einer neuen Liebe abgeschnitten. Er lernt hier, dass es immer mal Probleme geben kann auf emotionaler Ebene, aber dass, wenn er möchte, dass ihr beide gut miteinander steht, dass er sich öffnen muss, dass er lernen muss, mit seinen Emotionen besser umzugehen und vor allen Dingen, dass er lernen muss, gewisse Dinge zu einem Abschluss zu bringen. Also emotional muss hier noch etwas abgeschlossen werden, was in der Vergangenheit lag und deinem Gegenüber ist sich dessen bewusst, ja, dass er ehrlich sein muss, dass er vor allen Dingen ehrlich zu sich selbst sein muss und lernen muss, hier mehr Arbeit in den emotionalen Bereich zu investieren. Schauen wir mal in die Karten von Karin Hönig, Ruf der Liebe, und dann gucken wir mal, was wir aus diesem schönen Kartenset auch noch rausbekommen für den heutigen Tag. Da haben wir das gefrorene Herz. Sein Herz ist eingefroren, er kennt keine wahre Liebe und hat Angst, sein Herz zu öffnen. Ja, das ist hier mit der Schlange auch repräsentiert. Eine Verstrickung, eine ungesunde Beziehung vielleicht auch mit jemand anderem. Und wenn er möchte, dass das Ganze sich gut entwickelt, muss er emotional nachreifen. Das ist etwas, was hier ganz präsent ist. Schauen wir noch mal weiter. Dann haben wir diese Karte, die Reinheit, ein göttliches Geschenk. Der Himmel auf Erden wartet auf euch. Ja, wenn er bereit ist, hier seine Karten auch auszuspielen oder seine Würfel zu werfen und zu gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Ich glaube, es macht ihn ein bisschen Ärger, dass er das nicht planen kann wie ein Projekt, ja, dass man eure Liebe nicht so planen kann, wie man es vielleicht geschäftlich tun kann, es wirklich zu kalkulieren, sondern hier muss man sich halt auch auf das große Spiel der Liebe einlassen, um zu gucken, wie die nächsten Züge sein könnten. Dann haben wir hier das Glück. Er kommt auf dich zu, die tristen Tage liegen hinter dir und dann noch die Sonne, die wir gestern in den Lenormand-Karten übrigens auch hatten. Nichts ist kräftiger als die Strahlen der Sonne. Egal, wie es aktuell aussieht, die Sonne hat die Macht, alles zu begradigen. Und das ist sehr gut, wenn er die Sonne im Herzen behält, ja, wenn er sich dieses
diesen Lebensmut aufrechterhalten kann, dann wird er es auch schaffen, einen loyaleren und besseren Umgang zu finden mit seinen eigenen Emotionen und damit auch mit der Beziehung zu dir. Aber er muss hier noch ein bisschen reinschauen und er muss vor allen Dingen auch lernen, klarer mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen. Wir schauen nochmal in das Erat Aliquando-Orakel von Yonanda Latoura und gucken mal, welche Karten wir da bekommen. Drei Stück hätte ich gerne. Mit welcher Energie geht es hier weiter zwischen euch beiden? Was ist sein nächster Schritt? Danke. So, die erste Karte war diese hier, das Spinnrad, Karte 36. Danach der Storch, den wir ja gestern auch schon hatten. Und die Taube als Friedensbringer und als Übermittler von Botschaften. Wie geht es weiter? Es geht folgendermaßen weiter. Er strickt daran, wirklich einen Fahrplan zu finden, wie er emotional aufschließen kann mit dir. Er überlegt sich, wie man eine feste Beziehung aufbauen kann, wie man miteinander alt werden kann und wie man vor allen Dingen friedlich in dieser Beziehung ist. Im Gegensatz zu dem, was er vielleicht aus der Vergangenheit kennt, möchte er sich jetzt nicht mehr in den Finger stechen bei dir. Er möchte sich nicht verletzen, sondern er möchte lernen, den Faden aufrechtzuerhalten, den roten Faden in eurer Beziehung wirklich konstant aufrechtzuerhalten und daraus auch etwas zu entwickeln. Und was möchte er entwickeln? Eine feste Beziehung, die friedlich und harmonisch ist. Ich hätte ganz gerne auf die Taube nochmal eine Zusatzkarte. Vielleicht gibt es noch einen Hinweis, in welchem Bereich er denn mehr Frieden braucht. Da haben wir hier die Dorfkneipe, also im Außen. Ja, er möchte, dass im Außen endlich Ruhe ist. Kann sein, dass es immer noch Verstrickungen gibt, halt mit einer Ex-Partnerin oder mit seiner Mutter oder mit dem Arbeitsumfeld, dem Freundeskreis. Da soll endlich Frieden reinkommen im Außen, weil er möchte für sich zu Hause eine schöne Beziehung, eine feste Beziehung, wo man weiß, woran man ist, ohne Kompromisse und ohne ständiges Hinterfragen. Und man möchte gleichzeitig auch, dass im Außen geklärt ist, dass er glücklich ist, so wie es ist, dass er zufrieden ist mit der Beziehung, die hier im Ring angezeigt ist. Und dass er es sich nicht nehmen lassen wird, hier Schritte einzuleiten, die in eine positive Richtung gehen. Auch im Außen. Also sein Umfeld soll auch wissen, dass diese Beziehung präsent ist. Er möchte nicht noch, dass irgendwelche Nebenbuhler da sind oder Nebenbuhlerinnen. Sondern er möchte, dass ganz klare Fronten zu erkennen sind, sodass er nicht wieder in diesen Zustand verfällt, wo sich alles schwer anfühlt und wo er Angst hat, sein Herz zu öffnen. Sondern er möchte, dass auch das Außen weiß, dass er bereit ist, eine emotionale Beziehung zu führen, außerhalb seines Freundeskreises oder seines Arbeitsumfeldes. Wir nehmen jetzt noch abschließend eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen für dich als Zuschauer oder als Zuschauerin. So, welche Botschaft darf ich dir denn heute noch mit auf den Weg geben? Das sind sogar zwei Karten. Das eine ist die goldene Gelegenheit. Wichtige Türen öffnen sich jetzt für dich, durchschreite sie. Und die andere Karte ist Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz fürs Neue zu schaffen. Also wenn du siehst, dass er bereit ist, hier eine alte Beziehung loszulassen oder zu klären, die Bedingungen zu schaffen, um endlich hier neue Dinge zu erleben mit dir, dann wirst du es merken und dann kannst du hier auch diese offenen Türen durchschreiten und auch Teil seines Freundeskreises werden, zum Beispiel mit der Dorfkneipe oder als offizielle Partnerin nach außen bekannt gegeben zu werden. Ja, es kann sein, dass er bisher nicht bereit war, dich seinen Freunden vorzustellen oder seiner Familie vorzustellen oder seinen Kindern. Und jetzt an der Stelle geht es weiter, weil er weiß, dass es mit der Zeit hier zu Lösungen kommen muss, dass es mit der Zeit zu einer neuen Konstanten kommen muss, um das Alte wirklich auch abschließen zu können. Also klare Verhältnisse sind für diesen Menschen hier ganz, ganz wichtig. Lassen wir das für heute so stehen. Ich wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag. Pass gut auf dich auf. Und ja, wenn du magst, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder Like.
Und wir können auch gerne mal in deine persönliche Situation reinschauen. Wenn du magst, findest du den Weg dahin unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Gehab dich wohl. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.